Guten Morgen, heute haben wir den Freitag und heute hat Demetrius hat heute Geburtstag und ich will ihm gerne was schenken. Jetzt muss ich nur mal schauen, was Demetrius denn gerne mag. Demetrius mag Eis, Eier und Früchte, ja. Eis habe ich ja jede Menge da. So, mal eben schauen, hier Demetrius, genau. Und der Wagen ist ja auch da, genau. Denke ich gerade dran. Also, ach Moment, wo wir schon beim Eis sind, na, ich habe auch so viel. So, ein Eis für dich am Morgen. Okay, warum nicht? Und da ist wieder was fertig geworden. Ach, also ich bin echt froh, dass ich da zwei jetzt davon habe, dass ich die selbst bauen kann. Das Amethysten sind beliebt und Diamanten auch. Und außerdem kosten die viel Geld, sind was wert. Kommt ganz gut an. So, aber ich muss hier erstmal wieder Inventar leer machen. Das hier zum Beispiel kann sowieso weg. Wir müssen auch noch in die Wüste fahren. So, diese Wolle kann auch weg. Ich habe 7 goldene Wolle, also da kann die echt weg. Ja. Es lohnt sich nicht wirklich, das Inventar jetzt so großartig auszuleeren. Ja, doch für heute. Ich wollte noch in die Wüste fahren. Ja, komm, ist egal. Ich lasse das einfach drin. Ich mache ein bisschen Platz hier. So, das dahin. Das da und das passt da noch hin. Dann gehen wir mal zum Kleinvieh. Ach hier, den Wein kann ich auch noch mitnehmen. Ja, ja, aber erstmal Kleinvieh. Ach so. Und das hier. Na gut, dann eben erst das. Und dann den Wein. Oh ja, wir könnten noch mal ins Gewächshaus schauen, ob sich denn bei den Bäumen da was getan hat. Komm, machen wir mal. Und auch da noch mal. Wie viel Heuer haben wir denn da jetzt? 265. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Nee, bei den Bäumen hat sich noch nichts getan, aber hier kann ich was ernten. So, die Bohnen auch. Und da auch. Ach, das Inventar ist schon wieder voll. Ach, nö. Ja. Ich hau das jetzt einfach da rein. Die Bohnen auch, das auch. So, ich will das jetzt abernten. Da noch Kaffeebohnen und hier noch Kaffeebohnen und da auch noch welche. Ah, schon wieder voll. Ach nö. So, das weg und Kaffeebohnen auch. Ja, ich habe hier nicht viel Plätze. Es sind nur 3 Plätze noch und die 2 werden ja gleich wieder leer. Aber jetzt bin ich schon hier. Ist das... Das ist Rhabarber. Der ist schon fertig. Okay, der Rest ging rein und ich kann neuen Rhabarber anpflanzen. Rhabarber kommt auch mal da rein. Und dies hier. Muss ich dann bei Gelegenheit mal ausleeren, diese Kiste. Ach ja, ich kann noch Setzlinge kaufen hier. Da kann ich ja noch wirklich hinsetzen. Ja, aber im Sommer... Also, ich habe ja alle Setzlinge gekauft, die ich im Sommer so kriegen kann. Ich lasse die erstmal. So, jetzt will ich mal das Inventar endlich ausleeren. Also, soweit es geht, ne? Diese 2 Sachen eben, das da und das da. Und dann die Dings wieder befüllen hier. Oh, da ist gar nicht so viel drin, sehe ich gerade. Jo. Ach, guck mal, da haben wir noch Farn. Ja, der bleibt jetzt mal da drin. Ja. Ich sollte da so Früchtezeug reinstecken. Hier, das. Ja, das ist nicht so viel da. Ja, aber ich nehme das mal mit und, das da. Was ist das hier? Cranberries. Ja, ach, ich nehm das hier mit. Dann machen wir Kürbissaft oder was auch immer da dann rauskommt. So, und was ist das hier nochmal? Eine Melone. Die sieht aber komisch aus. Ich dachte, Melonen sind grün. Ja, vielleicht gibt es auch solche Melonen. Ich keine Ahnung. Gibt es bestimmt mehrere Unterarten oder sowas. Halt, Moment. Das da rein. So, jetzt aber endlich zum Großvieh. Nee, erstmal zum Kleinvieh. Da haben wir ja auch noch was. War ich auch noch nicht drin heute. Ach ja, und nicht vergessen. Demetrius hat Geburtstag. Und ich wollte natürlich noch zu Robin. Aber die wohnen ja beide im gleichen Haus. So, dann sollte man das... Na, einfach hinkriegen. So, wie sieht es jetzt aus mit Eiern ohne Sternen? Ja, nur ein Entenei. Aber ich habe ja in der Kiste noch was.
So, okay. Nein, nicht wegschmeißen. Ja, dann wieder da rein. So. Da und das da. Und dann kann ich noch... Ich habe noch zwei Plätze frei. Also... Ja, komm. Machen wir zwei Enteneier. So, und das. So, die wieder zurück und ab die Post. Jetzt erstmal wieder das Inventar leer machen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz für die Milch und den Eimer. Ah ja, ansonsten läuft ja alles gut. Und dann machen wir uns auf den Weg nach... achso, Moment, hier. Zu Demetrius, beziehungsweise zu Robin. Das war das alles. Ja, ja, okay. So, dann wollte ich hier nochmal ein paar Eier loswerden. Und zwar diese hier. Ja. So lasse ich das jetzt erstmal. Kann ich das da... Nee, das kann man noch nicht ernten. Aber ich könnte mal ein paar von diesen Blumen da hier rausnehmen. Und zwar erstmal auf jeden Fall die ohne Stern. Die kann ich gleich verkaufen. So, und diese auch jetzt haben... Nee, und da sind noch welche ohne Stern. Ach, das Inventar ist voll. Ja, okay. Nein, nicht wegschmeißen. Ja, da muss das Großvieh eben doch noch länger warten. So, weg, weg, weg. Die auch. Und diese noch. Ja, ach ja, zu Sandy müssen wir ja auch noch fahren. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, kriegen wir alles noch hin, nur keine Sorge. So, die nochmal weg. Diese hier. Und der Rest, ah nee, diese auch noch. Okay. Ich habe noch zwei, drei Plätze im Inventar frei. Ja, dann nehmen wir diese mit hier und diese hier. Ah, da passt ja noch was. Ja, diese hier. Ja, aber das ist eigentlich dann alles, was wir heute noch unbedingt machen müssen. So, das weg und das hier und das hier. Ja, wunderbar. Jetzt mache ich das aber wirklich alles der Reihe nach, ne? So. Das da. Ja, das kann auch alles mit. Diese hier. Alles, was kein Sternchen hat. Das da. Und damit ist das Inventar auch wieder voll. Also bei den Blumen meine ich jetzt alles, was kein Sternchen hat. Beim Rotkohl oder Blaukraut oder wie auch immer. Da war das anders. So, noch was. Diese hier. Ja. Ja, genau. Das war alles. So, haben wir da jetzt noch was ohne Sternchen? Ja, dies hier und jenes. Ja, den Rest. Summer Spangle. Ja, lass ich einfach mal drin. Die Junimo ernten zwar noch mehr ab, aber ich meine, bis ihre Hütte mal ganz voll ist, ja, das dauert schon ein bisschen, ne? Da kriegt man schon noch was unter. So, jetzt aber auf zum Großvieh. Endlich mal. Das kleine Vieh haben wir ja schon durch. Dann das Großvieh. Die wollen ja auch raus, es ist ja schon Mittag vorbei. Naja gut, müssen eben mal ein bisschen warten. So, bin ja schon da. Achso, falsche Taste immer wieder. Aha, siehst du, geht doch. Nein, tastbar, heute nicht. Aber diese Kuh hier, ich weiß leider nicht, wie sie heißen. Man sieht sie ja, die sehen ja alle gleich aus, bis auf die Farbe. Also Farbe von Braun und Weiß. Ah, siehst du, geht doch. Man muss sich nur richtig dran stellen. Okay. Heute nicht. Dann haben wir hier noch eine Ziege. Aha, siehst du. Haben wir Ziegenmilch bekommen. Und hier noch eine Kuh zum Melken und. Nee. Dann, ja, ist ja gut. Dann sollte ich damit durch sein. Einmal wieder weg. Und dann. Kann, ja, doch, kann ich alles rein? Nein, Moment. Da und da noch zweimal Krausmilch. Ach, und noch eine Ziegenmilch. Ja, wunderbar, dann die auch. Jetzt haben wir nur einen Käse. Ja, okay. So, ja, jetzt dürft ihr aber raus. So, und raus mit euch. Wie sie aber gleich alle auf einmal rausdrängeln. So, eben noch den Käse weg. Ach, und den Honig. Ja, dann sammle ich den Honig auch noch rein. Oh, und da an den Bäumen hängt auch wieder was.
Es hört nicht auf. Okay, so. Nein, nicht den Käse essen. Am Baum schütteln. So, und auch da nochmal. Und wenn ich schon hier bin, nehme ich das Herz auch mit. Moment, wo sind die Sense? So. Das einsammeln. Das einsammeln und das da einsammeln. So. Oh, ja, jetzt bin ich da auch mal wieder fertig hier. So, ihr habt eine Menge für die Verkaufskiste. Das, 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 das und dann war noch ein Platz frei. Okay. So, oh, ich hab da noch Honig. Okay, so, Honig rein da. Jetzt aber zu Robin und zu Demetrius. Demetrius ist wichtiger, weil Demetrius heute Geburtstag hat. Er mag Eis. Aber Eis habe ich ja in rauen Mengen. Immer noch. Da lang. Jetzt fehlt nur noch, dass Robin nicht da ist. Doch, Robin ist da. Aber sie ist nicht hinter ihrem Tresen. So. Ein Eis für dich. Ja, ich habe an deinen Geburtstag gedacht. Natürlich. So, ja. Robin ist wieder nicht da. Kann ich ihr denn was schenken? Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich nur noch Abby was schenken kann. Und Haley. Moment, da. Ich muss mal genau gucken. Caroline kann ich was schenken. Yes. Evelyn, ja. Sandy, genau, da will ich jetzt gleich noch hinfahren. Und Jody, aber für diese Woche ist eben nichts mehr. Bei Abby, ja, Abby kann ich noch mal schenken. Ja, will ich mal machen. Auf dem Rückweg. Und dann, ja, hoffentlich kann ich noch in die Wüste fahren. Ja, wenn nicht, dann ist es auch kein Unglück. So, haben wir denn Abby hier? Sie wohnt jedenfalls hier. Ne, hier. Nö. Oder sie ist in der Küche, aber wahrscheinlich auch nicht. Nein, sie ist auch nicht in der Küche. Also dann eilends zum Bus. Mal schauen, ob wir noch in die Wüste fahren können. Vielleicht kriegen wir da auch wieder Kakteen und Kokosnüsse. Wäre auch nicht schlecht, aber erstmal hinkommen. Wenn Pam noch da ist. Ja, wir werden es gleich sehen. Oh nee, da kommt sie gerade an. Ja, dann ist also nichts mehr mit Wüste. Na gut, dann eben nicht. Liegt hier oben noch was herum? No, nö. Ach, schade. Naja gut, was soll's. So, dann habe ich noch was zu verkaufen und nämlich das hier. Ja. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Ich wollte gerne noch zu Robin. Und schauen, was sie so im Angebot hat. Aber sie ist ja nicht da. Ja, jetzt, ja, Bäume habe ich ja auch gepflanzt im Gewächshaus. Ach, ich habe eine Idee. Ich kann einfach mal hier noch ein paar Bäume fällen. Andererseits, ja. Warum? Ja, warum eigentlich? Es muss nicht sein. Aha, ich kann aber hier noch ein bisschen Wasser auffüllen. So, da mal. Moment. Hallo, dahin. So. Und da nochmal. Okay, ach, die Gießkanne wieder zurück. Ach, Moment mal, ich könnte doch... Ja, die Gießkanne noch aus Eisen machen. Ach komm, ich mach das einfach mal. Also heute wird's wohl nichts mehr. Ich pack mir noch 5 Eisenbarren ein. Machen wir jetzt noch eine Eisengießkanne. Beim Schmied. So, das dauert dann noch ein paar Tage. Hier haben wir noch Eisenbarren. Ich... pack wieder ein paar weg. So, nur 5. Oder ob ich wohl noch zum Schmied komme?
Also hinkommen ja, aber ob ich da noch rein kann, ich glaub's nicht, aber ich kann's mal ausprobieren, da ich ja sonst nichts vorhabe heute. Also nicht mehr. So, ich nehme natürlich den schnellsten Weg hier. Es ist auf jeden Fall noch vor 8. Hm, okay, bis 4 Uhr nur. Ah, okay. Ja, gut. Nur bis 4 Uhr. Okay, dann fahre ich wieder. Ach komm jetzt, dann können wir aber noch in die Mine gehen. Denn wir haben ja noch Zeit. Es ist 8 Uhr, also wir haben jetzt nicht ewig Zeit, aber ein bisschen noch. Wir gehen mal auf Ebene... Och, wo waren wir denn schon lange nicht mehr? Hier, 45. Autsch. Ja, ist ja gut. Ja. Ich habe nicht viel Platz im Inventar. Ja, das ist aber auch doof. Ich mach mal das hier weg. So, das in die Mülltonne, das in die Mülltonne. Ja, und alles andere? Nee, das will ich nicht hergeben. Naja, ich kann ja ansonsten den Stein wieder rausschmeißen und nur Geoden behalten, falls ich denn doch einen Geoden finden sollte. Kann ich ihn gleich mitnehmen zum Schmied. Oh, ich habe einen Geoden. Einen gefrorenen Geoden, sehr schön. Aber Moment mal, was wollte ich beim Schmied eigentlich? Ach ja, wegen der Gießkanne, ja richtig. Boah, ach doch, da ist noch Platz. Okay, wegen der Kohleteufelchen hier. Denn Kohle kann man immer brauchen. Autsch, Moment. So, okay, haben wir ein Stück Kohle bekommen. Auch nicht verkehrt. Ansonsten ist das hier ja recht übersichtlich. Es ist hell, man sieht alles. Aha, da haben wir sogar eine Leiter nach unten. Aber, ja, wie viele? Eine gefrorene Träne. Oder wie heißt das jetzt? Ein gefrorener Geode. Es gibt auch gefrorene Tränen. Davon haben wir aber nichts. Da ist auch nichts. Nö, alles nur langweiliger Stein. Ach, der kommt immer noch nicht raus. Autsch. So, jetzt aber. Ja. Oh, da liegt was. Da liegt was. Und zwar Eisenerz. Das sind viele Steine, aber nö, die schmeiß ich weg. Für das Eisenerz auf jeden Fall. Abgesehen davon wird es ohnehin Zeit, dass wir wieder nach Hause gehen. Dann machen wir das doch mal. So, auf Ebene 0. Und ab in die Lore. Zur Bushaltestelle. Ach, da steht ja noch das Pferd. An das habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay, na gut. So, ich habe doch, ja, was im Inventar. Zum Beispiel die Trüffel. Kommt mal weg hier. Der Rest kommt in die Materialkiste. Eben noch den Stall zumachen. Das da und die Kohle. Genau, die Gießkanne. Und die Eisenbarren lasse ich natürlich da. Damit gehe ich morgen zum Schmied. So, eben den Stall zumachen. So, knack. Und ab ins Bett. Oh, Moment. Da liegt noch eine Trüffel. Gerade noch gesehen. Ja, dann nehme ich die natürlich mit. So, kommt auch gleich in die Verkaufskiste. Womit es natürlich wieder später wird, bis ich ins Bett komme, aber das kennen wir ja. So, rein da. Und auch hier rein. So, Demetrius haben wir heute was geschenkt. Der hatte ja heute Geburtstag. Ach, gut. Sehr schön. Gute Nacht. Mhm. Diesmal haben wir ganz schön viel angenommen. Vornehmlich hiervon. Ja, doch hier. Oh. Oh, das gibt aber richtig viel. Ja gut, ja, Sternenfrucht, ne? Das gibt was. Und so viele unterschiedliche Sachen. Ja gut, wir haben eben viel verkauft, ne? Dann nimmt man auch viel Geld ein. Schön, hat sich gelohnt.